Einen wunderschönen guten Tag, hier ist euer Kinki und wir befinden uns hier wieder bei einer neuen Ausgabe von Last Day on Earth. Erstmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für den letzten gemeinsamen Livestream. Es ist immer wieder herrlich mit euch zusammen Sachen zu erkunden, Sachen zu besprechen. Und selbst wenn ich persönlich nicht viel zeigen konnte, was mir an dieser Stelle auch leid tut, freut es mich, dass ihr da so rigoros dran teilnehmt und mit mir chattet und macht und tut. Das ist echt, macht Spaß, ja, macht wirklich Spaß. Da kann man wirklich sagen, zum Glück waren es jetzt nicht zu viele Zuschauer, ansonsten wäre ich gar nicht hinterhergekommen mit dem Beantworten. So, was gibt's Neues? Ich habe zwischenzeitlich ein bisschen nochmal versucht, den Bunker Alpha anzugehen, habe dort in der Ebene, die Ebene 1 komplett durch, habe allerdings weder einen Motorenteil noch einen Shopperteil noch sonst was gefunden, lediglich einen Schraubenschlüssel, was uns zumindest jetzt aktuell ermöglicht, den Stromgenerator aufzubauen. Ja, das werden wir auch an dieser Stelle hier sofort tun. Wir fertigen den Stromgenerator und bauen ihn jetzt einfach mal irgendwo hin. Am besten hier. So. Da ist er. Und da sehen wir ja, wie toll er aussieht. An dieser Stelle nochmal. Man sollte nicht direkt den einpacken und losrennen, sondern also eingepackt losrennen, sondern den auch vorher erstmal aufbauen. Ne? Nur so kurz zur Info. Wir sehen hier jede Menge Sheet, den wir brauchen. Also bis auf das hier und das hier müsste ich alles da haben. Ne? Das heißt, die Platten gut, da könnten wir zur Not nochmal welche produzieren, Schrauben oder Bolzen. Hier 20, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchten jetzt davon. Wir schauen mal. Hatte ich schon. Ach, reicht schon aus, seht ihr. Das ist an dieser Stelle schon mal toll. Zwei so eine Aluminiumplatten brauchten wir, glaube ich, auch. Auch 15 sogar. Na, die haben wir gerade nicht so drin vorrätig. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, hier nochmal welche herzustellen. Wir brauchten Bolzen. Wir brauchten Draht, glaube ich. Bolzen 50. Also das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Die haben wir auch, Draht 25, das kriegen wir hin. Ja, wir brauchten, glaube ich, auch Klebeband. Nehmen wir mal lieber 40 mit. Ja. Um das mal an dieser Stelle schon mal fertig zu kriegen. Genau, die haben wir auch. Die runden Dinger, Gummiteile. Gummiteile sind ja überlebenswichtig an dieser Stelle. Das ist kein Scherz. Bolzen sind echt geschrumpft, muss man hier so sagen. Jetzt muss ich bloß mal schnell gucken, wo meine Gummiteile hier sind. Ich glaube, 20 reichen. Gummiteile 15 sogar. Die davon. Ach, und die Kanister müssten wir auch vorrätig haben. 40 waren es. Puh, haben wir bloß noch 8 Kanister. Ist gut weggegangen, auf jeden Fall. Zack. Ja. Es fehlt jetzt also tatsächlich an Schraubenschlüsseln, Motorenteilen. Wobei wir brauchen 6, weil noch 1 und dann ist die Shopper zumindest von den Motorenteilen fertig. Und 10 Schraubenschlüssel, beziehungsweise hier diese komischen Dinger. Da können wir aber durchaus nochmal 10. Und hier die teilen wir mal auf. 7 können wir da ruhig noch hinzufügen. 10 hier reinhauen. Müssen aber dran denken, sorry für diese Vielfalt an Dings, dran denken, dass wir natürlich auch Brennmaterial darin hauen. Da habe ich jetzt aktuell, würde ich einfach sagen, wir nehmen mal hier diese Bretter, weil ich keine Kohle derzeit habe. So. Und dann können wir hier nämlich schon mal wieder noch welche dazu hauen. Dann haben wir nämlich den nächsten schon mal im Bau. Wie gesagt, eine gute Geschichte. Das Ding ist, naja, fast fertig kann man es nicht sagen. Eigentlich noch weit entfernt davon, weil wir noch wirklich 100.000 Mal offensichtlich
Naja, wo müssen wir da hin, wenn 100.000 Mal zum Bunker Hall fahren? Das ist natürlich ein bisschen quäkig und auch ein bisschen nervig, finde ich. Aber gut, gehört dazu, muss man mit leben oder auch nicht. So, wir schauen mal ganz kurz, Level 82 für die, die jetzt hier neu dazugestoßen sind. Wir schauen mal ganz kurz, was für Events wir jetzt haben. Machen wir jetzt nochmal die Schmugglerkarte, die ich übrigens nicht geschafft habe auf der Stufe 3. Da musste ich wegrennen. Ey, das Schiff ist wieder da. Nein, wir gehen zum Schiff. Wir gehen zum Schiff. Ich wollte euch eben mal das Schiff zeigen. Und war erstaunt, es war jetzt auch eine ganze Zeit nicht da. Ich vermute, dass es vielleicht hier oben in den Bereichen gelegen hat und wir das daher nicht gesehen haben. Also 2 Tage mindestens. Jetzt ist es da. Umso besser. Wir können uns das Schiffswrack anschauen und mit dem Schiffswrack hier mal gucken, wie das funktioniert. Das ist nämlich auch ein neues Goodie hier. Das Gute ist, ich wollte es eigentlich mal probieren, ohne die hier mit Punches zu vermöbeln. Komm her, hier, du Bock. Schlagen wir hier alle zusammen, kommen wir hier, zack. Na gut, wir verlieren dadurch natürlich ein bisschen Energie, aber ja, wofür schießen. Wir sparen natürlich auch ein bisschen. Wir sparen natürlich auch ein bisschen an Waffen. Außerdem macht es immer Spaß, Zombies zu vermöbeln. So, das können wir hier. Das ist immer eine, also Karottensamen ist wirklich eine gute Sache. Ich sammle die aktuell riesen gerne einfach, um Karotten-Dinger dann zu erweitern, also das im Ofen zu machen und man dann im Endeffekt dann diesen Brei da kriegt. Ziel vom Schiffswrack nochmal kurz ist, hier alle Zombies zu eliminieren, damit man das Ausrufezeichen da unten bekommt, genau, und sozusagen zum Kapitän gehen kann und der hat dann plötzlich noch, wenn man Glück hat, ein paar coole Sachen dabei. Also das, wie gesagt, ich glaube, der Thomas hat mir das schon mal erzählt. Ich habe es nicht ganz mehr im Kopf. Man kann dreimal wählen und es wird dann hier unten im Inventar in der Inbox hinzugefügt. So, wir gucken uns das jetzt mal an. Bevor wir hier 100 Mal das auswählen, gehen wir mal hier rüber zum alten Captain. Captain, mein Captain. So, hier. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Sache. Dann machen wir mal kurz einen Screenshot. Screenshot, nicht Screenshots. So, die Sachen könnten wir kriegen. Ja. Wir machen aber hier an der Stelle einfach mal. Oh, ich kann nur noch zweimal wählen. So, wenn wir jetzt übrig gar keine mehr. Okay. Wenn wir jetzt hier mal reinkommen, dann haben wir natürlich nur dieses Ding bekommen. Das ist natürlich nicht toll. Wenn man jetzt natürlich könnte man hier wieder Geld ausgeben. Ich weiß gar nicht. An unserem Anteil kann ich in 5 weitere funktionieren. Warum der nicht mehr hat? Normalerweise hatte der 3 hier jetzt offensichtlich nicht mehr. Ja, komisch. Gut, das ist natürlich nicht so eine tolle Ausbeute. Das einzige Gute ist, dass es nicht im Inventar landet, sondern hier in dieser Inbox. Das hilft uns in der Hinsicht nur dadurch ein bisschen weiter, dass wir bedingt jetzt mehr fahren. So, ich habe eigentlich keine Lust mit Bunker Alpha Ebene 2 jetzt zu machen, aus dem einfachen Grunde, weil ich dort schon die gelben und grünen Coupons eingelöst habe und wirklich, wirklich nichts bei hatte, was irgendwie zu den Fahrzeugteilen oder sonst was gehört. Das waren minimal, glaube ich, eine M16 oder so und ein bisschen Anzug und sowas und Kleinteile hier so ein bisschen Aluminiumdraht, aber es waren keine Fahrzeugteile. Nicht ein einziger Motorblock, nicht sonst was bei. Das hat mich ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Daher will ich eigentlich nicht jetzt zum Ding, sondern würde lieber nochmal mit euch die Stufe 2 hier Dings machen und vielleicht nochmal Stufe 1, vielleicht haben wir auch Glück, dass da nochmal irgendwas Cooles mit dabei ist. Den Bunker würde ich dann nebenbei mal irgendwie versuchen. Es frisst doch viel Kapazität und auch viel
viel Stuff, das muss man tatsächlich so sagen. So, wir hauen aber da trotzdem jetzt erstmal hier, das meine ich nämlich. Ich nehme gerne diese komischen Teller hier, die sind relativ gewinnbringend einsetzbar und haben den Vorteil, dass man, sorry für meine Kommunikationsprobleme hier, dass man dort tatsächlich relativ gut Heilung zurückbekommt. Das ist so mein Streben da dran. So, wir bringen nochmal schnell, sorry auch für das, ich will das nicht wegmachen. Ich, manchmal hilft es, glaube ich, auch, wenn man so sieht, was einer hier so im Inventar so treibt. Nicht immer verstehe ich voll und ganz. Nicht böse sein, das ist keine Absicht, aber wir müssen ja trotzdem hier mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir hier weiterkommen. So, ich würde mitnehmen das hier. Vielleicht für meinen Kompagnon. Was nehmen wir den denn mit? Ach, der kann hier mit Soa tanktieren und vielleicht noch eine Schippe. Genau. Und wir. Wo ist denn unser Sachstand? Oh, unser Sachstand ist sehr schön. Den können wir nämlich von ihm gehen. Und wir ziehen dafür an. Immer so eine Fliegerweste und so einen Hut. Normale olle Schuhe. Und er kriegt dafür hier so den letzten hier Rumpel. Ja, das ist ein bisschen geschützt, aber auch nicht mehr. Das kann man auch haben. Ich weiß gar nicht, ich kann ja bloß zwei Sachen nehmen. Das ist auch nicht schlimm. So, wir nehmen eine Machete mit. Machete ist tatsächlich wirklich ein tolles Ding. Brauchen aber, glaube ich, auch noch eine Waffe. So, jetzt haben wir nämlich die Qual der Wahl. Nehmen wir hier wirklich ein Gewehr, nehmen wir hier eine Pistole mit. Wir haben auch 100 mal die AK. Ja, die AK ist aber auch nicht mehr so berauschend gut. So, die und eine Shotgun und die Pistole würde ich noch in mein Special-Repertoire bringen. Hier müssen wir definitiv mal die einsetzen, um andere Sachen damit zu machen. So, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir nehmen mal eine M16 mit, da wir die noch vorrätig haben und eine Pistole für den Ernstfall. So. Und aktivieren bei uns jetzt erstmal die Machete. Und dann schauen wir mal, was wir so bei rauskriegen. Event. Machen wir am Anschluss. Ich mache mal erstmal hier hin. 32 Minuten haben wir dafür Zeit. Hier ist das Motorrad-Event. Das können wir nach wie vor noch nicht machen, weil wir kein Motorrad haben. Wundert mich, davon bin ich skeptisch, was da passiert. Nicht, dass man dann da gleich erschossen wird und dann ist die Chopper weg und dann das andere auch und das wäre nicht sehr fröhlich, förderlich und toll. Wie gesagt, so ab ins Ding hier. Du kriegst von uns Schuhe. Hier so ein tolles Mützchen. Du kriegst so eine Kappe. Wollten wir ihn ja geben. Jetzt haben wir ihn vergessen, so einen Anzug mitzugeben. Da macht deine Strohhockey frei, ist auch gut. Dann kriegst du das hier und du kriegst den Spaten erstmal. Und der Rest kommt später. Oh, ich habe Durst. So, und wir sagen, wir wollen Stufe 2 machen, um zu gucken, was uns da drin erwartet. So. Gehen aber mal hier alternativ. So, ja, man sieht hier, man braucht jetzt eine bestimmte Zeit. Ja, haben wir ja schon mal gemacht. Der Dicke ist eigentlich hier so ein bisschen der Nervige.
shit, shit. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Wir müssen fliehen. Scheiße. Ah, was ist denn da los? Ich habe mir zu wenig Ausrüstung und zu schwache Ausrüstung mitgenommen wahrscheinlich. Ah, shit, shit, shit. Das sieht ja jetzt auch aus. Klasse. Das ist natürlich, und dann kommen die jetzt hier gleich 100 Stück. Und dann haben sie mir auch schon mal den komischen Fräser da. Warum kann ich nicht bewegen? Lebt der noch? Oh, wahrscheinlich nicht. Beide gestorben. Toll. Wirklich toll. Hat uns jetzt überhaupt nichts gebracht, außer Munition zu verschwenden und so. Und dass beide natürlich jetzt gestorben sind, ist. Gut. Das war jetzt natürlich ein toller Vorführeffekt. Ja, weil ich unbedingt ja hier wieder ihn auf Clown machen wollte. Das ist wirklich. Ja. Und so ging es mir mit dem Roten auch. Immer kamen da so viele an und haben dann, ich habe auch das Ding nicht repariert, weil ich Angst hatte, das dauert einfach zu lange. Kamen da so viele an und haben dann urplötzlich gemeint, sie müssen hier die Leute da vermöbeln und fertig machen. Und dadurch konnte ich die Truhe nicht aufmachen und die Mission verkackt sozusagen. Und das ist natürlich nicht so toll. Ja? Entschuldigung dafür, dass ihr jetzt hier keine tolle Erfahrungswerte bzw. tollen Loot finden konntet. Ich dachte, ich kann euch hier mal irgendwas Cooles zeigen, was vielleicht drin ist. Vielleicht ein Motorteil oder ein Shoppertank oder so, aber offensichtlich werden wir da nicht hinkommen. Ja, zumal der da jetzt gestorben ist. Der wacht zwar auch wieder auf, aber die Frage ist halt wann. Wir können gleich nochmal hingucken. Ja, manchmal ist dieses MG wirklich noch hilfreich, aber das frisst eben auch jede Menge Bolzen und jede Menge Draht und sowas. Und wenn man das dann alles wieder zusammen hat, weiß ich immer nicht, ob das so förderlich ist. Wir gucken mal, ob die jetzt mittlerweile schon erwacht sind oder ob die stündlich zurückgesetzt werden. Dann müssen wir da eben andere Wege gehen. Schade. Gut, haben wir zwar einen Stromgenerator aufgebaut, aber leider nicht mehr. Oh, sind beide wieder da? Das ist schon mal gut. Was wäre denn, wenn wir... Wenn wir hier tatsächlich mal... nur die erste Aufgabe machen. Der hat natürlich nur Punches, das ist ein bisschen schwierig und ich will ihm eigentlich auch nicht mein tolles. Ach, komm her. Damit wir das nicht verkacken. Damit wir wenigstens einen Erfolg haben hier beim Grünen. Na, Nacksch, da liegt dann nochmal Nacksch und ich sehe ja genauso. Also so im Endeffekt. Hä? Warum habe ich. Ach, ich bin am Zaun hingekommen. Ach Gott. Na, das ist ja auch. So, offensichtlich fertig. Nee. Er hat keine Waffe mehr.
Tja, statt die Uhr selber mal wachen hätten, nee. Da kommt, glaube ich, noch ein Dicker und dann kannst du mir zumindest das Essen wieder geben. Zumindest haben wir wieder Whisky, haben nochmal einen neuen Hammer, haben nochmal einen neuen Anzug hier bekommen. Ja, das ist doch. Insgesamt hat sich das schon ein bisschen gelohnt. Ein bisschen. Das ist jetzt nicht die Welt, ja, gebe ich zu. Aber es ist immerhin ein wenig. Naja. Gut, man hätte tatsächlich mehr mitnehmen können, das ist keine Frage. Aber hat eben nicht sein sein. Ja. Nun mussten wir leider. Die zweite Kiste erstmal nach hinten verlegen. So, das bringen wir, wie gesagt, jetzt weg und dann war es das erstmal mit dem Stream. Ich freue mich trotzdem auf eure Kommentare, freue mich, dass ihr zugeschaut habt und natürlich gibt es hier weitere Videos demnächst. Macht's erstmal an dieser Stelle gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Kinki und viel Spaß beim Zocken. Ciao, ciao.